Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der gerade eben in Thüringen. Wir bereiten gerade die Ernte vor, Hafer. Dazu sorgen wir dafür, dass unsere Fahrzeuge Schuss sind. Dann sehen wir noch ein Ding zum Kriegen, schneid weg. Gehen wir auch gleich, bevor wir zum Ernteeinsatz fahren. Wir haben nur einfahren. Leute, der ist fest. Ah ne, das ist das ist schlecht. Der hängt, also das ist ungünstig, das ist äußerst ungünstig. Dass wir da so weit in der Luft hängen. Wenn wir die Wäsche anders hinbauen, wenn man nicht stört. Hier am Rand zum Beispiel. Schlecht. Ungünstig. So, fahren wir mal rüber. Nur eine Zeit drücken. Ja, das ist ja nicht viel in Gang. Vergangene Zeit. Und starten mal schon mal in die Startlöcher bringen, ne? So wir bald beginnen können. Dünger ist 30% knapp, ein bisschen drunter. Wir schauen nur, dass ich entgegenkomme, ne? Und mal schauen, ob wir noch an Land kaufen können. Das war nicht viel. Vielleicht nehmen wir noch ein Darlehen auf. Ein bisschen expandieren können. Wir wollen ja vorwärts kommen. Steigen wir hier gleich ab. Oder machen wir doch zwei. Zwei, aber das mit Strohpressen so. Muss ich probieren. Müssen wir reintesten uns. So, und der ist schon ein bisschen mehr kaputt. Der Tank ist auch schon merklich leer. Da ist dringend eine Reparatur notwendig. Blick, egal. Der arbeitet nichts mehr. Also rund 10.000 verbraucht er in einer Stunde. Das soll ja realitätsnah sein. Das heißt, er verbraucht nicht mehr unendlich viel, sondern nur, was in etwa der Realität entsprechen würde. So, also die Garageordnung ist schlecht. Das ist halt mal gleich, das ist die Garage an sich zum Tanken geht. Aber die Werkstatt passt nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist. Aber wie viel machen hat gleich eine neue.
Grunde die gleiche. Nur halt, denn da ist auch schlecht, Anführungszeichen. Dem Bereich dachte ich mir so, wenn wir das drehen, dass der Entschuldigung. Sieht ein bisschen besser aus. Rein optisch gesehen, ja, immer in der Luft. Führen wir eine Warte durch. Wahnsinn. Schon 6 Tage alt. Vent. Ja, gut. Wenn wir tanken. Na, hängen wir nicht fest? Nein. Tanken wir gleich. Dann können wir ihn machen, ne? Aber ich will rein. Wenn wir gleich einen Kurs einfahren von Traktor einfahren, ist ungünstig, weil wir noch ein Feld fahren müssten. Jetzt ist die Anzeige weg gewesen, ganz kurz. Gut, voll. 608. Möchte privat so nicht halten. Dann fahren wir nicht viel Auto, wenn wir so tanken müssten. So, jetzt geht's zum Acker. Und dann schauen wir mal, dass wir bald mit der Ernte beginnen können. Robert, unser Düngerfahrer. Schauen wir mal kurz die kleine Karte machen. Na, entgegen kommt nichts. Können wir ganz, ganz beruhigt den Plattenweg fahren. Zeit vergeht. Nur der Sommer bald noch Höhepunkt, dann geht bald wieder Richtung Herbst. Zu meinem Urlaub, wenn ich Urlaub habe, werde ich ein paar Folgen mehr aufnehmen. Ich wundere, dass dann keine Reaktion kommen kann auf Kommentare. Wenn ich da bin, habe ich kein Internet. Zu Hause ist Katastrophe. Mein Handy ist da mehr wie schlecht. Ohne gescheite Verbindung zu YouTube wird das nichts. Mit Mio Note ein Video anschauen. Mio Note. Aber hier was kommentieren und antworten, keine Chance. Schon gar nicht. Eine Art Antwort, Frage, Antwort gleich geben, das ist unmöglich. Aber es ist noch ein paar Wochen hin. Keine Panik, es ist noch mindestens 7 Wochen, wenn mir etwas täuscht. Da sind wir. Tag, Kollege. So, was macht uns der Acker? Ist er schon durch? Er speichert. Er ist fast durch. Ey, Wahnsinn. Sägewerk.
Hackschnitzer. Na gut. Weiß, naja, Hacke so gewesen. Gehen wir hier rein. Also ich gerade mächtig. Ach ne, das jetzt alle ist. Deswegen. Ah, da muss ich den Rosen kaufen. Da kaufen wir gleich. So, da schauen wir nach. Düngetechnik. Denn der ist ja so klein. Der fest 3200. Der hat 3. Ja, nur weniger. Der hat 8000. 8000. Und sehr breit. Reifen. Das Pflegebereifung. Ah, ist das Pflegebereifung. Aha. Immerhin schön breit, ne? Ja. Der kann nur Dünger, denke ich mal. Aber das passt. Den kaufen wir mal. Wir machen mal noch ganz kurz, weil ich weiß nicht genau, ob er richtig so fährt, wie er fahren soll. Na schon. Das heißt, was machen wir? Auf 500%. Ich kann noch Dünger rein normalerweise. Eigentlich müsste er aber Dünger entsprechend aufnehmen. Eigentlich. Da weiß man nie genau. Einmal das mal. Groß und ganz gut aus. Ja, das wollen wir nicht haben, aber er hat gedacht, naja, da ist was, da kann man was holen. Ja, bei Kalk auch nicht. Ja, das macht er richtig. Es war nicht so wie er. Steht zwar nicht genau da, wo er. Aber was soll's, ne? Anscheinend ist der Kreis so groß, dass er da entsprechend anhält. Hat er fast 4000 rein. Warum macht er 4000? Da bin ich jetzt mal neugierig. Wieso hat er 4000? Alter, das Brandl. 4000. Und ich habe bei Kuhn geguckt. Da muss da noch einer kommen. Ah, hier. 4000. Naja, immerhin. Der andere 8000. Das ist der Kavland. 700. Na, der hat 15000. Aber nehmen wir Amazone, geht auch. 8000 kommen pro Feld schon hin. Was haben wir da noch an Felder, die wir uns leisten könnten? Land. Was kostet Feld 7? Feld 7 könnten wir noch leisten. Naja, dicht bei ist was anderes, aber
41 wäre auch noch möglich. Aber wäre auch noch, wäre genauso weit weg, ne? Wo nehmen wir 1? 1 kostet 500 noch was. Ich weiß auch nicht. Ist ja nichts drin, ne? Ist ja, muss man erstmal Ei bestellen. Aber 1 ist schon sehr weit weg. Dann kann man auch 41 nehmen. Da ist der Hof. Und dann kann man nämlich hier lang fahren. Die Straße und dann noch hoch. Was kostet die 7? Die 9? Die 9 kostet 1,1. Die 38? 2. Aber das wäre wirklich ein einigermaßen großes Feld, ne? Was können wir an Darlehen nehmen? 2 Millionen. Wäre nicht schlecht, aber ein bisschen. Ja, dann machen wir noch fertig. Eins, fünf. Ja, sieht gut aus. Ein bisschen Geld brauchen wir noch für Dünger und so ein Zeug. Unser Lager ist nicht so voll, wir können höchstens Holz verkaufen. Aber immerhin, ne? Holz ist immerhin möglich. 1,9, 2. Das sieht mal nicht schlecht aus. 2,5 oder wie haben, 2,2 oder so. So viel Schulden. Oh. Gibt er noch? Ach, hier die Ecke. Das heißt. Wird gespeichert. Feld 38 müsste erstmal gepflügt werden. Das ist ja amtlich. Ne? So, nächsten 7 Tage. Aber 38 würde ins Konzept passen, weil es genau besser wäre wie die 7. 2000, nee, 2000, ja, ist gut. 2.284.000. Das kaufen wir mal. Dann wissen wir, was wir nächstes Mal alles machen müssen. Pflügen. Ja, und aussehen. So, liebe Freunde, das wäre es für heute gewesen. Der Düngerfahrer ist fertig. Ich sage mal schon danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Auch dafür ein Danke. Ansonsten wäre es schön, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Dann sagt man ciao, ciao und winke, winke. Dann ciao, ciao.